Die Lebensmittelkontrolleurin Sibylle Biesmann ist in einem Erfurter Lokal unterwegs. In der Küche entdeckt sie viele Mängel, unter anderem abgelaufenen Lachs. Wenn da draufsteht, zu verbrauchen bis, ja, dann heißt das, das muss an diesem Tag verarbeitet oder eben verbraucht werden. Und ansonsten muss es entsorgt werden. Es darf dann nicht mehr weiter verarbeitet werden oder aufbewahrt. Ne? Natürlich, hier wäre ich jetzt auch nicht mehr sicher, ob da wirklich jemand wirklich dran erkrankt. Ne? Dann ist es immer auch ein Straftatbestand. Und alleine auch schon die Tatsache, Lebensmittel mit abgelaufenem Verbrauchsdatum hier zu lagern, ist grundsätzlich auch schon ein Straftatbestand. Für den Betreiber und seinen Koch heißt es jetzt an die Arbeit. Denn in so gravierenden Fällen erfolgt die Nachkontrolle bereits am Tag darauf. Kostenpflichtig. Dazu kommt ein Bußgeld. Also die Abgabe von Lebensmitteln mit abgelaufenem Verbrauchsdatum ist generell verboten. Man muss dann noch mal unterscheiden, ist es fahrlässig passiert oder mit Vorsatz. In diesem Fall gehe ich davon aus, dass es eine Fahrlässigkeit war. Die ist im Ordnungswidrigkeitenrecht angesiedelt. Das heißt, es gibt hier aufgrund dieser Vielzahl von Mängeln, die festgestellt wurden, wird ein Bußgeldverfahren eingeleitet. Die Höhe des Bußgelds kann bis zu mehrere tausend Euro betragen. Es geht weiter zum nächsten Betrieb. Bei früheren Kontrollen schnitt dieses Restaurant besonders gut ab. So, wo ist er, der Küchenchef? Guten Tag. Die Frau Biesmann, Lebensmittelüberwachung. Rega. Wollt mal wieder Kontrolle machen. Wir kennen uns ja schon, ne? Ja, ja. Vom letzten Mal, ne? Gut, schauen wir mal. Wo geht's los? Wollen wir das Handwaschbecken? Ja, zwei. Zwei. Ja, da hinten, nehmen wir mal da hinten das. Würde ich mir gleich die Hände noch waschen. So, Seife haben sie auch da. Prima Kombilösung. Warm Wasser. So. Und die Handtücher haben wir auch, ne? Prima, schönen Abwurfbehälter haben sie auch. Danach steht die Kühlhauskontrolle an. Ich würde noch mal den Fisch hier. Haben Sie keine separate Fläche, wo Sie den lagern können, den Fisch? Den habe ich gerade rausgetan zum Auftauen. Ach, den haben Sie selber gerade rausgetan zum Auftauen. Genau. Okay. Genau. Ja, der ist noch gefroren, ich sehe es gerade, ja. Kühlhaus war sehr sauber, die Warentrennung wurde eingehalten, wurden auch keine Lebensmittel auf dem Boden gelagert. Es waren nur ein oder zwei Behälter, die waren jetzt nicht mit einer Abdeckung versehen. Der Herr Rieger hatte mir da mitgeteilt, dass er ständig an diese Produkte jetzt während des Geschäfts dran muss. Trotzdem ist es sinnvoller, auch da eine Abdeckung anzubringen. Auch wenn es auf den ersten Blick sehr sauber ist, fällt Sibylle Biesmann etwas auf. Ja, hier unten, das ist nicht so günstig, wenn Sie das Mehl so im direkten Laufbereich haben. Ja? Die sollten vielleicht irgendwo separat, wo sie geschützter gelagert sind. Entweder hier oben drauf oder so. Ne? Herr Rieger, können Sie bitte noch mal hierher kommen? Ja. Ich vermute jetzt mal, dass diese Wannen nicht für Lebensmittel geeignet sind. Doch, sind sie. Ja? Ja. Ja, wir müssen mal gucken, was unten drunter. Können wir mal eine hochheben vielleicht? Ja, also die müssen Sie dann austauschen. Ne? Die müssen auf alle Fälle für Lebensmittel geeignet sein. Das heißt, das Zeichen muss drauf sein. Ne? Das sind normale Wannen. Hier ist es schwierig, diesen Bereich dann zu reinigen. Gell? Ich weiß, Sie brauchen natürlich die Speisekarten, um zu sehen, was... Deswegen sind es eng und die mit Magnet und das, ja. Das geht ratzfatz ab und abwischen. Ach so, gut. Deswegen, das können Sie regelmäßig Magnet, genau. Ja, genau. Sieht auch alles sauber aus dahinter. Das ist nur so tagesabhängig. So, dann würde ich mir draußen den Tresen noch mal anschauen. Gerne. Ist da jemand Verantwortliches? Ja, die Kolleginnen sind vorn. Ja. Ich würde nur mal das Schankanlagenbuch mir anschauen. Ja, Moment. Da muss ich mal wieder die andere richten. Ja. So, hier ist alles schön sauber, prima. Spülmaschine haben Sie hier, ja, genau. Alles gut, sehe schon. Handwaschbecken ist auch vorhanden. Wenn Sie hier aber Sachen lagern, müsst mal drauf achten, dann müssen Sie hier noch mal einen Spritzschutz anbringen. Ja. An dem Handwaschbecken, gell? So, haben wir es doch schon, ne? Haben wir es doch schon geschafft. Sind wir uns doch schon einig. Alles gut. Ja, aus meiner Sicht ist das ein sehr gutes Objekt, auch unter guter Führung. Es sind, wie gesagt, auch viele Fachkräfte hier im Haus tätig. Das erleichtert natürlich auch die Arbeit in so einer Küche, wenn genug Fachkenntnis auch vorhanden ist. Mit diesem Restaurant ist Sibylle Biesmann sehr zufrieden.
Und auch die Kontrollen haben heute sehr gut gezeigt, wo das große Problem hier liegt, nämlich in der mangelnden Fachkompetenz der Mitarbeiter in den Einrichtungen. Denn da, wo Mitarbeiter mit Fachkompetenz vorhanden sind, mit einer Berufsausbildung in dem Bereich, dann findet man in der Regel dort auch weniger Mängel und hat dort natürlich auch einen viel besseren Hygienestatus. Deshalb versucht Sibylle Biesmann in ihren Kontrollen auch zu beraten, damit Erfurts Lebensmittelbetriebe sauber sind und bleiben.